Wir Freiheitliche haben seit Monaten, eigentlich schon seit Jahresbeginn, immer wieder darauf hingewiesen, auf die Situation und die Realität in Südtirol, dass bei uns einfach die Lebenshaltungskosten höher sind, belegt jetzt auch durch ganz eindeutige Zahlen, wenn wir vergleichen auch den Inflationsanstieg in den verschiedenen Bereichen, der bei uns teilweise um einiges höher ist als in anderen italienischen Regionen und dass deshalb die staatlichen Maßnahmen bei uns nicht dieselben Auswirkungen, nicht denselben Wert haben wie in anderen italienischen Regionen und dass deshalb Südtirol und die Landespolitik nachjustieren muss. Und eines ist auch klar, und das haben wir diese Woche ja auch öfters betont, diese Direktzahlungen, direkte und indirekte Hilfen als Soforthilfen sind im Moment notwendig, wichtig, aber sind keine echten Lösungen bzw. nachhaltige Lösungen, ist ganz klar. Aber ich glaube, das ist für alle hier in dieser Aula ja selbstverständlich und wird wahrgenommen. Und deswegen wiederhole ich das, was wir auch gestern gesagt haben. Wir müssen auf allen drei Ebenen arbeiten. Die Direkthilfen, die Soforthilfen, um schnelle Entlastung und nicht Krisensituationen für einzelne Privathaushalte und Betriebe entstehen zu lassen. Auf der anderen Seite die Entlastung, die Hilfe zur Selbsthilfe im Bereich Photovoltaik, erneuerbare Energien, dass ich mich einfach selbst entlasten kann, wenn wir schon nicht die Mittel haben, jetzt als Land Südtirol hier aktiv zu werden. Haben wir vielleicht auch später noch die Gelegenheit, darüber zu reden. Und dann eben die Energieautonomie, alles das muss parallel laufen und wo wir versuchen müssen, unsere Spielräume auszunutzen. Für uns ist es klar, dass dieses Hilfspaket jetzt 100 Millionen, Landeshauptmann, Sie sagen 200 Millionen an der Auswirkung, klar, das ist immer wichtig, jetzt zu helfen, auch wenn es 5 Millionen mehr oder die doppelte Summe wären. Wir brauchen jetzt Abfederungsmaßnahmen. Eines ist aber auch, und ich glaube, dass das vor allem die Bürgerinnen und Bürger nicht so verstehen, wie es auch manche Journalisten vielleicht nicht ganz klar ist manchmal. Das, was Kollege Staffler gesagt hat, das stimmt wirklich zu. Wir, die hier darüber befinden sollen, wie die einzelnen Maßnahmen, die Sie geschildert haben, was ist für Familien konkret, was ist für die Kinder, wie schauen die Maßnahmen aus, das beschließen wir hier nicht. Wir geben nur die 100 Millionen frei. Wir haben jetzt keinen Einfluss darauf, in welche Kapitel, in welche Richtungen wird mehr für die Betriebe, wird der untere Mittelstand wirklich entlastet oder nicht. Da müssen wir uns halt verlassen auf das, was Sie sagen. Und das ist einfach nicht angenehm. Ich will Ihnen gar nicht sagen, warum. Ja, wir sind eigentlich hier, dass wir ganz klar das Hilfspaket in seinen Details auch verabschieden können, dass wir sagen, diese Maßnahmen unterstützen wir. Das ist dasselbe wie eine Hausfrau, die um 100 Euro einen Einkauf macht, die geht dann je nach 8 und sagt auf einmal, das hat 100 Euro gekostet, die schaut ganz genau auf den Kassazettel. Was war denn jetzt so teuer? Das Brot, die drei Bananen oder was auf einmal, wo kommen die Preise her? Ein Handwerker, der eine Rechnung präsentiert für eine Sanierung und auf einmal sagt, ja, das hat 15.000 Euro gekostet, dann will ich auch wissen. Wie viel ist da von der Heizkessel, wie viel sind die Arbeitsstunden, wie viel ist das? Das kann ich auch nur sagen, ja, erzähl mal ein bisschen, was es ist. Nur um hier den Vergleich herzustellen, damit auch verständlich ist, warum wir hier so ein Problem haben und darauf Wert legen, das betrifft ja nicht nur jetzt diese 100 Millionen, das ist ja öfters in dieser Aula, dass wir einfach sagen, ja, wir geben euch die Geldtasche, macht's was draus. Sondern wir wollen wissen, wie viel gebt ihr für die einzelnen Positionen aus. Dass man das nicht genau jetzt auch, weil es eine Soforthilfe sein muss, dass ihr das nicht auf den Euro genau festlegen könnt. Ist klar, dass man da auch ein bisschen einen Spielraum braucht. Aber dass man die wesentlichen Eckpunkte schon festlegt und zuweist, ich glaube, das wäre eine Form der Transparenz und auch der
ich glaube, der angemessenen Arbeitsweise und auch das Minimum, was wir erwarten können, wenn wir euch diese Geldtasche schon in die Hand geben. Ich habe da noch eine konkrete Frage, was die Entlastung für öffentliche Betriebe, Einrichtungen, Altersheime und so weiter anbelangt. Ich habe hier ja auch einige Anfragen schon in der Vergangenheit gemacht, die Kosten, die auf die Gemeinden und so weiter auch zukommen. Das war ja vielen gar nicht bewusst, was da auf die öffentlichen Einrichtungen und Haushalte auch dazukommt. Die staatlichen Maßnahmen, also die Abschreibungen, wo Steuerguthaben beantragt werden können, bis zu 30%, auch für nicht gewerbliche, privatrechtliche oder öffentliche Körperschaften, sind die bereits eingerechnet, oder gehen wir hier doppelt hinein? Denn zuerst müssen wir schon einmal das alles, was staatlich ist, beanspruchen. Und danach gehen wir her, weil dann sage ich, bevor wir dort in die Öffentlichen reingehen, schaue ich auch, dass ich es den Privaten gebe, die keine Möglichkeiten oder kaum Möglichkeiten haben, das zu tun. Dass man hier also nicht zweigleisig fährt, sondern wirklich versucht, mit diesen 100 Millionen, so gut es geht, Haus zu halten und dann dort anbringt, wo man wirklich, wie es unsere Forderung immer wieder ist, diesen Mittelstand, den sogenannten, der schwierig zu definieren ist, das ist klar, aber je mehr ich Geld zur Verfügung habe, je mehr Haushalte und Familien kann ich dann auch direkt entlasten. Hier bitte auch die dementsprechende Antwort, dass dieses Steuerguthaben von den öffentlichen Einrichtungen und Körperschaften auch genutzt wird. 30% bei Strom und 40% bei den Gaskosten.